Das wird nice. So, okay. Bist dann also auch mit Elan dabei, sagst du? Ja klar, natürlich. Cool. Das ist ja richtig. Cool. Ich baue hier trotzdem noch. Komm, ich baue hier trotzdem noch zu. Ich hau die ganze Erde jetzt weg. So. Gleiche Prinzip gibt es auch bei Streams, die ein Game noch am Release durchspielen. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert, aber über kurzen Indie-Games, muss ich zugeben. Aber ja, ich mag das halt auch nicht. Wenn dann so Marathons gemacht werden, damit man das Spiel dann irgendwie, ne, so, naja, schnellstmöglich durch hat. Finde ich auch ein bisschen schade. Haben wir das im Stream, glaube ich, schon mal bequatscht gehabt. Ich sag mal, bei Games, wo du halt wirklich richtig Bock drauf hast, ja, wo du so richtig heiß drauf bist, kann ich das verstehen. Ja, bei dir zum Beispiel mit Fallout damals, da hast du ja auch, ich glaube, waren das 18 Stunden oder so? Assassin's Creed war das. Oder war das nicht mehr gemerkt? Echt? War das nicht auch bei Fallout? Hast du da nicht auch irgendwie zweimal? Ah, nee, hast du zweimal aufgenommen gehabt. Also einmal Stream, einmal Aufnahme. Ja, okay. Genau. Ja, aber bei Assassin's Creed auch zum Beispiel, das hast du ja nicht in einem Stream durch, weißt du? Nee, um Gottes Willen, da hatten wir gerade die ersten Gebiete durch. Aber davon abgesehen, ja, schwierig. Hä, verarsche dich nicht Leute, die dich gucken. Doch, ab und zu mache ich das. Das gehört dazu. Wenn Leute keinen Respekt haben, dann kann man das mal machen ab und zu. Das ist schon okay. So. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich liebe, das ist, keine Ahnung. Es ist so manchmal so dieses, ich muss unbedingt der Erste sein. Weißt du so. Und ich verstehe nicht warum, weil das sind Zuschauer dann, die du damit kriegst auf dem Channel, die willst du doch gar nicht haben. Richtig, das sind Leute, die sind nur wegen dem Spiel da und die sind dann eh wieder weg, wenn es weg ist. So, weißt du, dann musst du das nächste delivern und dann machst du dich unter einen riesigen Performance-Druck. Bin ich da auch so ein bisschen in diese Tretmühle reingeraten, aber das hat sich ganz schnell wieder relativiert. So, okay, das sieht nice aus. Hier kann ich den Wald jetzt weiterbauen. So. Ist es respektlos, nach Gewinnumsatz zu fragen? Ist ja eher Business als privat. Ja, ich bin sicher, das war ein Businesspartner. Da bin ich ziemlich sicher. Ich gehe ja auch nicht zu Bethesda und frage, wie viel macht ihr denn? Wie viel verdient ihr denn? Das machst du nicht. Ich gehe auch nicht zu deinem Vater und frage, wie viel verdienst du? Das machst du einfach nicht. Wenn ich das erzähle, von mir aus, okay. Aber du machst es einfach nicht. So, das ist so. Weiß ich nicht. Habe ich so beigebracht bekommen. Vielleicht bin ich auch schon alt. I don't know. Echt, das Wasser muss auf derselben Höhe sein? Ich will der Allererste sein, dass keiner vor mir war. Ist wirklich so. Also doch wieder die Kanäle aufmachen. Haben Menschen schon versucht, von dir deinen Content zu klauen oder dich zu kopieren? Also Content klauen auf jeden Fall. Kopieren, ja, auch schon. Kann man ruhig sagen. Sorry. Nee, aber oft auch zum Beispiel Titelformate, Videoinfos. Das fängt bei Kleinigkeiten an. Und jemand hatte mal meinen kompletten, falls ihr euch erinnert, meinen kompletten Twitch-Channel kopiert quasi. Plus noch meine Spielelisten, wie ich die aufgezogen habe und so weiter, so alles. Das hat man, glaube ich, ist gar nicht so lange her, tatsächlich. Also, ja, es kommt vor. Tobi halt, ne? Ja, ich habe es aber nie geschafft, an die Subs ranzukommen, die du hast, ne? An so viele. Ja, gut, klar. Habe ich nie geschafft, leider. War aber noch so ein Ziel. Knapp über eine Million, ja, aber es ist schaffbar. Es ist schaffbar, Tobi. So. Wie kommt ihr denn in den Twitch-Kanal? Alles. Texte, Grafiken, ein bisschen nachmachen. Das geht schon ganz gut. So. Gut. Ja. Wie gehst du damit an, mit Content Klau? Ich sag Studio 71 kurz Bescheid. Das war früher hat man sich dann noch selber immer, und das wurde dann irgendwann echt Arbeit, eine Zeit lang. Also sage ich dann Studio 71 Bescheid, ey, könnt ihr mal bitte. Und die kümmern sich dann. Da bin ich sehr dankbar für. Genau wie bei Claims inzwischen, macht Studio 71 schon sehr viel inzwischen, also sehr, sehr cool. Hast du schon mal Content geklaut? Ja, tatsächlich. Das war zu den Anfängen von YouTube und da gab es damals The Guild und die hatten irgendwie so einen Song draußen und ich wusste nicht, was The Guild war. Ich habe den Song gehört und fand ihn voll cool und wollte eigentlich, dass Leute das sehen. Hatte dabei aber ehrlich gesagt halt nicht bedacht, dass Leute dann natürlich Arbeit reinstecken und so weiter. Wurde aber direkt weggestrikt.
ich habe mir damals gar nichts Böses bei gedacht, war so am Anfang von YouTube halt noch, ne? Da wollte ich das hochladen. Ja, war dumm einfach, war wirklich dumm. Ach ja. So. Das wird immer kleiner hier. Gute Nacht übrigens an alle, die schlafen gehen, ne? Gute Nacht und Dankeschön. Ja, bitte. Ja, gute Nacht. Schlaf schön, ne? Schlaf schön, ne? Träum was Schönes und so. Ja, So You Wanna Date My Avatar. Genau, das war das, glaube ich. Das war der Song, glaube ich, von Arno Knips irgendwann mal. Ja, Du und dumme Sachen. Ja, passiert. Dann habe ich nochmal, irgendwann habe ich nochmal, so einen Trailer nachgebaut von Minecraft, aber da habe ich dann vorher gefragt, ob ich das darf, ob ich den auf Deutsch auch nachbasteln darf, auf Deutsch übersetzen darf. Und das durfte ich dann, habe ich dann hochgeladen. Ich glaube, du müsstest heute noch am Channel sein, bin mir nicht ganz sicher. Oh, Alter, ich komme hier ja nicht mehr durch den Wald, ne? Ich habe hier einen Wald gepflanzt, ich finde nicht mehr nach Hause. Sehr gut. Nein, scheiße. Hätte ich vielleicht bedenken sollen. Ender-Chest, schön und gut, aber wo ist die? Hilfe. Sebastian, Dankeschön, Sebastian. Sebastian LP, vielen Dank. Dankeschön, Hilfe. Hilfe, es wird dunkel, Tobi. Ich weiß nicht, wo ich nach Hause muss. Wo ist denn jetzt mein, Ansonsten ausloggen, ich kann schnell schlafen gehen. Ja, nee, alles gut. Bett habe ich auch dabei. Wollen wir kurz schlafen gehen? Ja, dann gehe ich kurz raus, warte. Jo. Achso, ja, oder so. Das geht auch. Danke dir. Hochbauen? Nee, wir kriegen das schnell hin. Oh, lecker. Tobi, mach du vorbei auf den Wüstenfunk. Cool, Tobi. Was? Tobi, hol du vorbei. Was? Okay, ich habe die Kisten gefunden. Da ist der Berg. Ich finde nach Hause, Tobi. Ich finde nach Hause. Cool. Problem ist, ich wollte mal kurz Erde holen, wieder zurück. Du bist der Erste, der in Minecraft für seinen eigenen künstlichen Wald einen Kompass braucht, wa? Oh, lecker. Jemand fragt, ob es einen Grund gibt, warum ich bei Twitch bin oder gelandet bin. War damals die einzige mir bekannte Streaming-Plattform. Ich habe mich auch noch angemeldet, da war es noch nicht mal Twitch, da war es noch JustinTV. Oh Gott. Das ist 1000 Jahre her. Also 10 Jahre eigentlich her, tatsächlich. Ich habe früher mal Wrestling-Streams auf JustinTV geguckt. Das hat früh angefangen. Das ist doch cool. Natürlich nicht legale Wrestling-Streams, ist ja klar. Ne? Ja, das war ja damals. Damals war ja vieles immer noch Grauzone. Ja. Grauzone heißt, ich weiß, es ist illegal, aber machen wir trotzdem mal. Oder ich mache mir da keine Gedanken drum. Hier muss ich, diesen Steinberg hier muss ich eigentlich noch weghauen. Eigentlich müsste ich diesen. Justin TV ist Ewigkeiten her. Okay, Leute, ich müsste eigentlich diesen Berg hier noch komplett weghauen. Mach mal. Obwohl das eigentlich schon nice ist mit der Aussicht nach da oben. Ich hau den nicht weg. Grauzone ist es das, was Erik rechts und links an den Ecken hat. An den Schläfen. Du, der Erik kann dir darauf von alleine antworten. Der ist gerade da, Teach. Hol dir einfach deine Antwort. Tobias? Das hat der Teach im Chat gerade gefragt. Da bin ich nicht. Ich hab da nichts mit zu tun. Ich hab nur vorgelesen. Tobias? Was? Gleich gibt's eine 360-Nackenklatsche. Ich hab damit nichts zu tun. Oh, du armes Unschuldslamm. Oh, Tobi. Oh. Gut, ich hätte vielleicht noch was anderes vorlesen können. Stimmt mich voll traurig, das zu hören, Tobi, du Armer. So. Okay, ich mach erstmal Kobbel. Oh Gott, ich sabber hier jetzt von diesen Chicken Chips. Ich muss aufhören. Ich hole erstmal Kobbel und fülle damit den Berg auf. Wie so eine Plombi. Plombe. Tobis Bart wird auch grau? Tobi, was? Ja, leider. Hä? Aber du bist doch noch ein Spund.
Ja, ja, gut. Vielleicht mal 29 nächstes Jahr, ne? 29 oder nix. Ja. Ist doch nix. Ja. Ich meine, gut, klar, für viele bist du jetzt der Großvater, ne? Hm? Na, ja, so langsam, ja. Hm. Okay. Oh, 29 ist aber krass, oder? Ach, mach die hier einfach rein. Ja, ist schon, ja, wenn man so drüber nachdenkt, ist schon krass auf jeden Fall. Dass du mit deinem Lebensstil 29 geworden bist, Mann, das ist schon krass. Nein. Du, Erik, die Spritzen halten jung. Das glaubst du gar nicht. Ach, hast du diese Botox, Südkorea-Botox-Tour doch gemacht? Ja, ja, nice. Ich hör doch drauf, wenn du mir was empfiehlst, Erik. Ich hab dir gesagt, mach es, Tobi. Du wirst auch mit 43 noch aussehen wie 23. Adrenochrom, ja genau, so hieß das. Das habe ich mir empfehlen lassen. Ah, ja, nice. Ja. Du, da kann man ja auch schon mal, also so ein Vorschulgrüppchen, kann man da einfach so einen Zoom-Kist-Strohhalm reinstecken und leer schlürfen. Das geht ganz schnell. Ja, das war auch war angenehm. Also ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt. Ich bin Paul. Vielleicht nicht mehr. Paul, nimm noch mal ein Eisbad. Ich brauche ein Erfrischungsgetränk. Kann man? Ja, okay, kann man. Hm? Hier geht's um Blut trinken, ja? Hier geht's nicht um irgendwelche, was ihr wieder, was, ne, falls ihr es nicht versteht. Falls ihr es nicht mit Adrenochrom, wie heißt das so? Ich kann mir das nicht merken. Adrenochrom oder Adrenochrom, ja. Irgendwie sowas. Ja, ja, ich weiß nicht genau. Ich weiß. Wow, macht ihr Witz über Kinderopferung? Ja, tut mir leid. Wir sollen ja über Bill Gates und Co. keine Witze machen. Tut mir leid. Ich hab das mit Bill Gates habe ich aber bis heute nicht verstanden, ne, was da das Problem war. Du, weil Bill Gates viel in die Medizin investiert, also ne, die unterstützen ja viele Pharmaunternehmen, die forschen zum Beispiel. Und deswegen sind vereinzelte, sehr schlaue Leute drauf gekommen, dass, es gibt natürlich keine Beweise dafür, aber die brauchen noch nicht, weil es ist ja so offensichtlich, dass mit jeder Impfung dieser Pharmalabore später dann die Leute auch gechippt werden. Die Logik liegt dabei ja auf der Hand, weil das ja so ist. Ach so. Ja, ja. Okay. Und dann gibt es noch diese unterirdischen Fabriken und da soll dann, um jung zu bleiben, weil wie man sieht, Bill Gates sieht ja heute noch genauso aus wie auf den Fotos in den 70ern. Ja, 1:1. Der sieht gar nicht alt aus oder wie seinem Alter entsprechen, sondern sieht einfach noch aus, als wird der morgen noch Marathon laufen. Ganz klar, Bill Gates. Man sieht es ja sofort. Für mich ist das immer noch der Bill Gates, der damals die erste Xbox vorgestellt hat. Für mich sieht er immer noch genauso aus. Ja, ja, das ist, ja, ganz klar. Oder der, der die Erotik-Fotos gemacht hat, wo er da auf diesem alten, von diesem alten Rechner liegt. Was? Hm? Kenn ich nicht. Ja, so bis heute, ja, natürlich Erotik, der war angezogen, aber da liegt er so auf dem Schreibtisch ganz lassiv und räkelt sich so ein bisschen von so einem alten Screen. Ja, da möchte ich es aber auch nicht sehen, wenn er noch angezogen ist. Ja, naja, ist lustig. Ja, auf jeden Fall. Und aus irgendeinem Grund gibt es wohl dann, haben die Reichen und Mächtigen aber jetzt diese Kinderfabriken, wo sie dann das Zeug aus dem Blut von Kindern gewinnen, womit die dann ewig jung bleiben. Was natürlich medizinisch auch erwiesen ist, dass es geht. Sonst hätten die Menschen nämlich noch nie viel früher angefangen, Kinder zu trinken. Oder mal versucht, das irgendwie nachzustellen, chemisch oder so. Ja, das ist, ja, ganz... Ich finde, da ist viel Logik drin. Ja, ja, Leute, doch. Also. Leute, wenn ihr nicht versteht, was ich hier rede, bitte fragt einfach nicht nach. Es lohnt sich wirklich nicht. Es ist alles so, es ist alles so eine Verschwurbelung. Also, dann hasse ich Bill Gates jetzt auch. Gut. Das ist eins, was man machen kann. Ich finde, da steckt einfach sehr viel logische Entscheidung dahinter. Und wenn jemand, ja, ganz kurz, wenn jemand... Das gibt es chemisch und das ist hochwertiger als das von Kindern. Ja, aber das gilt jetzt nicht, das ist Logik. Oder Fakten. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Nee. Wenn jemand eine Weltverschwörung der mächtigen Eliten aufdecken kann, dann ist es ein alter Schlagerbade und ein veganer Fernsehkoch. Das ist so ein bisschen wie die zwei Supernasen. Weißt du, die decken halt sowas auf. Eine Weltverschwörung. Die beiden aus Deutschland, das sind halt die, die das alles aufgedeckt haben. Ganz klar. Ein veganer Fernsehkoch und, ja, so ein verkiffter Mützenklaus.
Das habe ich einfach mal gesagt. Ja, du. Absolut, bin ich bei dir. Und ich muss leider sagen, ein veganer Fernsehkoch mit offenbar Aggressionsproblemen. Der hat auch nicht mal alle Latten am Zaun, der Typ, ganz ehrlich. Da ist viel schief gelaufen. Der ist ziemlich oft scheinbar dreimal vom Wickeltisch gefallen, wurde nur zweimal aufgefangen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe einfach selber keine Ahnung. Es ist so, man kann sich's nicht ausdenken halten. Also offenbar schon, aber ja. Es sind halt Dinge, mit denen wir uns schon irgendwo beschäftigen müssen. Weil ich finde so, also ich persönlich muss sagen, ich finde solche Leute finde ich sehr gefährlich. Normalerweise würde ich mich noch gerne mehr drüber lustig machen. Ich verstehe halt nicht, wie Leute dann sagen können, ja genau, das ist mir ein Rätsel. Wie können Leute dann sagen, ja, was er sagt, hat Hand und Fuß. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, natürlich trinken die Kinder Blut. Und natürlich gibt es Fabriken, natürlich ist die Erde flach, natürlich ist die Erde hohl und natürlich ist eine Hohlerde und da unten sind Fabriken, in denen Kinder verarbeitet werden zu einem Wirkstoff, der einen unendlich leben lässt. Das passiert, wenn man sich veganen Fleischersatz in die Bon gibt. Ja, ich weiß, also irgendwas ist da schiefgelaufen auf jeden Fall bei den Leuten. Ich weiß auch nicht, wie man sowas. Keine Ahnung. Und das ist das größte, also auch noch ein großes Problem. Es wirft natürlich ein super schräges Licht, obwohl es halt völlig unberechtigt ist, auf Veganer und aber auch natürlich auf Konsumenten diverser Naturprodukte. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich weiß, was du meinst. Schwierig, ganz schwierig. Ja. Aber wenn jemand im Suff irgendeinen Scheiß redet, dann ist okay. Weißt du, dann, ach ja, da ist er nur besoffen. Da werden Videos drüber gemacht, bei TikTok hochgeladen. Ja, das stimmt. Bitte Thema wechseln. Ach komm, so schlimm ist das jetzt gar nicht. Wir reden uns ja nicht. Ich wundere mich eigentlich. Wie gesagt, ich finde schon, dass das Sachen sind, die sollte man schon auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und das sollte man auch, finde ich persönlich, beobachten. Weil ich finde solche Leute wie diesen... Ja, ich weiß jetzt auch, ich will auch gar nicht wissen, wie der heißt. Der Heldmann, der Attila meinst du? Ja, genau, der Attila. Ich finde solche Leute echt gefährlich. Bin ich ganz ehrlich. Das mit dem Staatschef? Er wollte, glaube ich, Staatschef werden. Er hat, glaube ich, nicht geklappt. Ja, Gott sei Dank. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich wäre überrascht gewesen, wenn dann plötzlich die Nachrichten, Attila Heldmann, neuer Staatschef. So, weißt du, Schlagzeile überall so, hä? Hä? Wäre ich überrascht gewesen. Ich geh mal kurz raus. Ja, ja. Ach, dann schlafe ich mal kurz. Warte. Das ist halt, das sind für mich, also dieser Attila Hildemann, das ist für mich halt irgendwie so das Gleiche vom Extremismus her, wie jetzt ein linker oder rechter Extremismus irgendwie, keine Ahnung. Das geht für mich in die gleiche Richtung. Ja gut, in dem Fall rechter Extremismus, hat er denn nicht gerade eine Anklage bekommen oder so eine Untersuchung oder irgendwas wegen sowas? Echt, ist das recht? Ist das rechtsgewiss? Ich habe mir den Scheiß nicht angehört, den der gelabert hat, keine Ahnung. Ich auch nicht, habe das nur mitbekommen in Schlagzeilen, ich weiß einfach nicht, also... Generell möchte ich dem auch wirklich nicht so viel Sendezeit hier einräumen. Das hört sich komisch an, wenn ich das so sage. Aber man kann ja auch mal drüber geredet haben. Und ja, vielleicht auch wichtig, dass man es auf dem Schirm hat, dass man ein bisschen drüber informiert ist irgendwie. Ja. Wie gesagt, das sage ich ja eh immer wieder, ne? Glaubt nicht allen Scheiß, der im Internet steht. Das ist ganz wichtig. Auch wenn ihr da irgendwelche, YouTube-Dokus oder sowas seht, hinterfragt die durchaus immer, wenn die nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, von etwas größeren Firmen gemacht wurden. Oder von National Geographic oder sowas. Immer ein bisschen hinterfragen. Es gibt auch auf YouTube, habe ich schon Dokus gesehen, die sahen echt krass aus und dann war das irgend so eine selbstgemachte Doku von irgendeiner Gruppe, die an so einen Scheiß glaubt. Ist auch immer bei Webseiten, du weißt immer genau. Ich kann das erstmal vorsichtig bewerten, wenn die Webseite irgendwie heißt, die neue Wahrheit oder wacht auf oder irgendwie sowas. Ja. Da weiß ich immer schon, oh, warte mal kurz. Nein. Ja. Das ist so, ja. So, okay. Ich baue hier, Tobi, ich baue jetzt, erst reiße ich einen Berg ab, jetzt baue ich einen künstlichen Berg hin. Ja, Standard, oder? Das ist furchtbar, ich weiß nicht, warum ich das Größere mache. Firmen darf man auch hinterfragen, ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Man sollte alles hinterfragen und sollte sich zu allem selbst informieren, das ist ganz wichtig. Das ist richtig. Und immer ich immer nur eine Seite der Medaille sehen, das ist auch ganz wichtig. Und man sollte niemals eine Meinung mit Fakt verwechseln, auch nicht seine eigene Meinung, sollte man auch nicht mit dem Fakt verwechseln. Ja. Das ist auch wichtig. Boah, und auch nicht alles, was auf Twitter steht, ist richtig. So, jetzt bin ich fertig. Aber alles, was auf Twitch gesagt wird. Ja. So. Gut. Du darfst auch mich hinterfragen, gerne. Hä, dich? Ja. Also, hast du vielleicht gar nicht recht, dass man alles hinterfragen sollte? Vielleicht ist das so, ja. Vielleicht sollte man doch alles glauben, was man im Fernsehen sieht.
was irgendwelche abgeranzten Musiker dann auf Twitter posten. Vielleicht sollte man das glauben. Okay, gut, dann habe ich das. Das ist mein Learning jetzt daraus. So. Okay. Ja, meiner Meinung nach ist meine Meinung ein Fakt. Das ist auch schön. Gut ausgedrückt, gut ausgedrückt. Schön. Frauentausch ist auch echt. Ja, Frauentausch auf jeden Fall, da ist nichts geskriptet. Das ist alles das wahre Leben. Habe ich früher mal ganz gerne geguckt, bis ich erfahren habe, dass es geskriptet ist oder irgendwann geskriptet wurde, habe ich es nicht mehr so gerne geguckt. Ach komm, Asi Andreas, der kann nicht geskriptet gewesen sein. Ja, der war einfach Naturtalent. Der war Naturtalent. Gronkh ist ein Reptiloid. Gegenargumente. Ich wäre lieber ein Vogelmensch, wenn das okay wäre. Aber es gibt ja keine Vögel, es gibt ja nur Drohnen. Es gibt doch keinen Weltraum. Oh, jetzt habe ich auch die Brille gepackt und alles ist verschmiert. Großartig. Vielleicht habe ich dann auch so eine Weltansicht. So, ich nehme mal ein bisschen Erde mit. So. Das Pulverchen kommt hier mal rein. Ja, schön Erde mit hier. Agatello, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Hey, Agatello, super. Oh Gott. Oh, wir haben gleich schon 1 Uhr. Ich wollte kurz streamen heute, Erik. Weil ich noch eine Nummer aufnehmen wollte. Ja, nice, Tobi. Siehst du? Wir wollten ja auch eine Reise machen. Ja. Cool. Das war eine coole Reise, Tobi. Aber ich komme gleich mal zu dir geflattert. Da gucke ich mir mal deinen Wald an. Ja, der ist natürlich noch nicht fertig und ich muss erstmal, wo ist denn der, welcher Berg war das jetzt von den ganzen, der da? Ja, der war's. Spezies 187, das mit dem Sammeln am Ende in der Truhe und so, das machen wir beim nächsten Mal. Das mal, da habe ich jetzt heute keine Konzentration mehr für. Das machen wir einfach beim nächsten Mal. Das verstehe ich, Tobi, das verstehe ich. Ja, da würde ich eh nur rumdödeln. Ja, nee, mach das nicht, Tobi, mach das nicht. Ist schon gut so, Tobi. Ist schon gut so. So. Ich schaue mir Eriks Wald an, ja. Genau. Ich werde, glaube ich, nicht genug Erde haben, um diesen Steinberg zu kaschieren. Ah, mal gucken. So. Okay. Das wird nochmal spannend. Da, 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 da. Nutzt du gerade etwa den Flugmodus? Ich? Mhm. Nee, warum? Aber du meinst, du kommst rübergeflogen. Nee, ich fahre gleich ganz normal mit der Bahn. Ich verkleide hier gerade noch für dich. Ach so. Nein, Erik, ich würde doch niemanden. Nein. Tobias. Ganz kurze Frage: Die Idee für den Grill. Ja? Woher? Kati hat mir die geschickt gehabt im Modchat. Und wo sie das her hat, weiß ich nicht. Aber der ist geil, ne? Der ist echt geil. Ich fand den auch mega gut. Da war ich so, nice, ey, klau ich mir. Ja, ich hab's auch nur empfohlen bekommen und dann dementsprechend auch geklaut. Also gönn dir. Also ich hab's noch nicht geklaut, aber ich könnte passieren, dass man das vielleicht eventuell. Pinterest. Sie hat das von Pinterest gehabt. Ah, okay. Ja, nice. Also Screenshots sammeln müsste ich vielleicht auch mal machen. Screenshots sammeln und dann irgendwie so gucken, ja, das brauche ich mal nach oder probiere ich mal. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Ja. Stehe ich vielleicht nicht immer da und was könnte ich jetzt bauen? Ich habe schon mal geguckt, wie Leute Dächer bauen, aber Dächer bauen habe ich nie gelernt irgendwie. Habe ich echt Probleme mit immer. Ich habe das erste Mal jetzt eine andere Dachart probiert. Die habe ich mir auch von Kati erklären lassen, beziehungsweise abgeguckt. Diese mit Weizenblöcken, Dinger. Ah, Strohdach meinst du? Ja. So Wikingerdachmäßig. Das war ein. Boah. Ist gar nicht so einfach immer, ne? Nee, das ist krass. Das ist krass. Ich beneide Leute, die da echt voll den Blick für haben und das so bam, 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 bam. Mhm. Das ist echt, boah. Agatello, vielen, vielen Dank noch für 5 gegiftete Subs. Wirklich, vielen, vielen Dank. Dankeschön. So. Hier oben können wir doch bestimmt so eine kleine Aussichtsplattform machen, wo man so hoch kann, oder? Und dann hier so ein bisschen, dass man das Haus schon sieht und dann muss man aber hier so durch den Wald irgendwie, wenn man die Hälfte der Strecke... Nee, lass das mal.